Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Fiesta Online. Ich bin's, der Black, und ich habe heute mal schnell wieder die Cam ausgemacht. Ich habe nämlich mal wieder länger machen müssen. Ich bin, jetzt ist 17:46. Ich nehme jetzt erst auf. Ich musste davor noch ein bisschen was anderes machen, musste länger machen. Das heißt, entsprechend habe ich natürlich auch wenig Lust, heute großartig und ganz schnell was zu machen. Insofern halt, wie gesagt, ganz schnell eine Folge rausgehauen. Und so wie ich momentan aussehe, wollte ich euch nicht ich kam wie gesagt spät von der Arbeit, bin halt abgearbeitet. Und das will ich euch nicht unbedingt antun. So, wir sind ja in der letzten Folge zum Fallensteller befördert worden. Zum Fallensteller sage ich schon. Zum Waldmeister. Hier steht es eindeutig, Waldmeister. Wenn ihr hier Läufer lest, das ist ein Bug. Ich bin eindeutig Waldmeister und muss mal zur Lehrmeisterin Paella. Ich krieg Hunger, wenn ich die höre. Paella. Paella. Naja, Paella klingt besser. So, hallo. Und zwar haben wir ja sicher ein bisschen was, was du mir geben kannst. Zum Beispiel hier gezielter Schuss, Scharfschütze. Hier. Scharfschütze können wir nicht mehr. Also jetzt muss ich ein bisschen öfters gucken. Hier, Waldi, Level 101. 105. 104. Mehrfachschuss. Oh, das lohnt sich. Den Mehrfachschuss nehme ich mit, den setze ich ja überhaupt nicht mehr ein. Ich nehme den trotzdem durchbohrenden Schuss, ist schon was anderes. Einfangen haben wir auch noch nicht, den können wir ruhig mitnehmen, ja. Binden, okay, verstecken. Ja, als Waldmeister kriegt man halt ein paar neue Fähigkeiten. Höchster Pfeil, Distanzschuss, Blendschuss, Eindecken, das müsste jetzt alles, beziehungsweise hier, Nebel der Natur, ist aber 107. 108. Und Dämonenpfeil. Von 96. Warum ist denn das hier? Das müsste doch eigentlich nach unten sein. Naja, na gut, okay. Nehme ich halt hier mit. So, plupp. Damit hätten wir einige Fähigkeiten, die wir jetzt lernen können. Gucken wir mal. Wir haben Mehrfachschuss, den kennen wir. Wir haben durchbohrender Schuss. AOE kennen wir auch. Wir haben Einfangen. Wir haben Binden. Yay. Wir haben Verstecken. Verstecken fetzt am meisten. Und höchster Pfeil, einen neuer Einzelschuss. Und Dämonenpfeil, den können wir auch mal ein bisschen upgraden. Das heißt im Klartext, wir gehen mal auf Fähigkeiten K. Genau. So, Dipper habe ich sowieso schon drin. Ja, freigeben brauche ich. Ja, komm, ich tue es mal daneben so. Plupp. Okay, das ziehe ich mal ein bisschen auf. Das Herzchen kommt mal. Herzchen, komm mal hier rüber. So, gut, dann schauen wir mal. Also, wir haben Dämonenpfeil, die 96. 7 Sekunden hat das eigentlich was geändert. Nur mal just for fun. Nee, nur halt, den Mana-Verbrauch. Natürlich den zusätzlichen Schaden und, Treffgenauigkeit sozusagen müsste auch ein bisschen erhöht sein. Das heißt, die Resistenz dürfte ein bisschen geringer sein, aber das ist egal. So, dann werde ich mal hier. Da und dort die rüberschieben, da kommt nämlich dann der höchste Pfeil hin. So, Schnelligkeit der Natur haben wir, glaube ich, auch schon auf der richtigen Stufe. Jo, klar. Durchbohrender Schuss haben wir auch bekommen, das kommt hier hoch. Vorher hatten wir 1561 Maximum, jetzt haben wir 1900, ja, ist ein bisschen besser. Und natürlich noch eine Verbesserung drin. Insofern alles gut, alles bestens, sehr schön. Mehrfach Blutschuss, können wir noch nicht. Obwohl 95, ja, sollte man langsam mal können. Also, einfangen. Klasse Waldläufer oder höher, benötigt Level 100. Sofort legt eine Falle. Ja, einfangen. Finde ich auch ein schönes Dingens für Möpse. Das hier finde ich ganz besonders toll. Ich mag den. So, höchster Pfeil. Höchster Pfeil kommt hierher. Werden wir alle bei Gelegenheit mal ausprobieren. Verstecken, binden hier noch. Binden, Waldläufer. Bremst die Beweglichkeit des bewegenden Gegners. Ausgerüstet. Ach ja, einfangen war die Falle. Die können wir ja, glaube ich, so legen. Flup, flup. Und dann haben wir hier eine Fangpflanze, die halt die Möpse einfangen kann. Und binden ist halt auf den Gegner gerichtet. Alles klar. Muss ich mich erstmal wieder dran gewöhnen, wie gesagt. Ich habe die zwar Skills mit Nagel zwar alle schon, aber ansonsten so noch nicht. So. Das hier auch nicht. Juhu. Oh, Bambilein schreibt. Glückliche. Oh, und iCompressive schreibt Bolzen. Was? Matt Bolzen. Naja, so Matt bin ich nicht. Aber muss ja jeder wissen, wie es ist. So, Glückwunsch schreibt auf jeden Fall Bambilein. Danke.
Danke. Schön. So. So. Auf jeden Fall vielen Dank. So. Und wie gesagt, dadurch, dass ich jetzt hier so schön getarnt bin, der Cooldown läuft ein bisschen, aber ja, wie gesagt, ich kann auch hier einfach mal zwischen die Möpse laufen und mich einfach da mal chillig hinstellen und zwischen den Möpsen durchmöpseln. Heißt im Klartext, die tun mir alle nichts mehr. Leckt heute ein bisschen, aber ja. Ist ja manchmal so. Ja, ich weiß, ist ein bisschen langsam, ich kann ja nicht reiten, wenn ich getarnt bin. Aber wir laufen mal ganz kurz ein bisschen durch hier. Ich will es ja nur mal testen. Komm, Leute. Da ist ein Schwarzbär. Hallo Schwarzbär, siehst du mich? Nein. Put. Kleines Versteckspiel. Ich mag sowas. So, hier drüben wird gerade gepult. Das heißt, wir gehen mal hier. Flup. Achso, ich muss erstmal den Buff runternehmen. Buff entfernen. So. Und auf Pferd. Zack. Auf geht's. Ja, den Teddybär brauchen wir nicht, der uns da hinterher rennt. Im Prinzip stehen Schnecken an. Was sonst? Wir haben noch einige Quests, die wir so hier annehmen können. Hier, Level 100, bla bla bla. Beziehungsweise hier die Event-Dinger, wo wir was kriegen. Rote Schatten, Median, Jägerunion. Also die hier will ich noch annehmen. Dann hier, ob ich die hier, muss ich mal gucken. Also wie gesagt, da kriegst du ja einen Haufen Scheiße hier. Zum Beispiel Magiewiderstand, T5 Ruben, ein bisschen Silber. Alles halt so sozusagen Dankeschön-Geschenke. Manches brauchst du. Ja, wie das hier, das kannst du durchaus mitnehmen. Anderes wiederum, naja, ist schön, aber ich nehme es halt gern mit. Also, aber jetzt nicht gleich. Das werde ich, denke ich mal, auf eine andere Folge verschieben, weil jetzt gleich will ich erstmal wieder ein paar Schnäckchen erledigen. Und danach können wir ja immer noch sagen, jo, wir gehen noch ein Stück weiter oder so. So, zuerst einmal... Immer noch viel zu tun hier. Ich hoffe mal, dass die Lecks nicht bleiben. Das wäre ungünstig. Aber ja, selbst wenn, werden wir das trotzdem hinbekommen. Jo. Bin ich zuversichtlich. Oh, ich sehe gerade, ich habe das Fenster offen gelassen. Was im Übrigen durch die Hintergrundrauschung durch da ja, ein bisschen schlecht wäre. Weißt du was? Ich mach's mal ganz kurz zu. Sobald ich hier irgendwo in sicherem Gebiet bin. Oder besser noch. Wenn ich natürlich hier, rennt die mir trotzdem noch hinterher. Und sobald sie mich hittet, bin ich offen. Das heißt, wenn ich einmal ein Target bin, können sie mich treffen. Das ist ein bisschen doof, aber ja, na gut, was willst du machen? So, flup, flup. Okay, Laplans haben wir jetzt auch einen von 30. Und bis gleich, Leute. So, da bin ich wieder. Und ich habe gerade gesehen, dass, oder dran gedacht, das Wichtigste habe ich ja natürlich vergessen. Hier, guckt mal. Da muss natürlich die ganze Stärke noch geskillt werden. Jemand hat mal gesagt, ich könnte auch hier auf Gäste auf 50 hochgehen, aber wie gesagt, ich bin ja eh schon immer einer der gewesen, der lieber Full Stärke skillt und naja, Full Stärke Skillung, ja, wenn ich die schon nicht habe, weil ich ein bisschen Gäste dazu haben will, dann lieber so. So, wir machen mal hier so, dann hier so, dann hier so, dann hier so und so, und jetzt müssen wir mal gucken, ist hier jemand? Freakout von Newcom, der macht aber nichts, der hat auch 95, der hat hier nichts zu machen. Dann gehen wir mal, also der hat hier nichts zu machen, nicht in dem Sinne von, der darf hier nicht. Nein, der hat noch keine Quest, so meine ich das. So, flop. Der darf hier nicht. Newcom. Nee, wie gesagt, grundsätzlich, ihr wisst ja, ihr kennt ja mein Verhältnis zu Newcom. Ich bin eigentlich eines der uralten Gründungsmitglieder von Newcom. Ja, nur halt die Chefin jetzt von Newcom, müsste noch Chefin sein, die Tari, die hat ja die Gilde gemobst, die hat die Gilde geklaut, nämlich vom richtigen Gründer, das war Dü. Ja, der Dü. Und naja, jedenfalls mit Newcom selber habe ich kein Problem, weil die Leute, die jetzt drin sind, die können ja eh nichts dafür. Nur mit Tari, die schuldet mir nämlich auch noch eine Helga-Axt. Ja? Ja, auch wenn die heutzutage nicht mehr so viel wert sind wie zum Beispiel früher. Oh, ich sollte vielleicht die Quest annehmen. Wäre vielleicht eine gar nicht mal so schlaue Sache. L, verfügbar. Muss ich gucken, wo die sein soll. Wo ist sie denn? Untersuchung, rote Schatten. Habe ich die nicht? Muss ich doch haben.
Oder habe ich noch nicht abgegeben? Hier, natürlich. Ich habe den noch nicht abgegeben. Quest beenden. L, nochmal. Oh, immer diese Scrollerei. Ich denke, ich werde doch relativ schnell versuchen, das Zeugs anzunehmen. Ich werde jetzt auf jeden Fall die Folge fertig machen. Ich werde die nächste Folge noch Schnecken machen. Übrigens auch noch ohne Facecam, das hänge ich jetzt hinten ran. Und in der übernächsten, wenn nicht sich zufälligerweise eine Gruppe ergibt, die hier besonders gut ist, werde ich dann einfach sagen, oh nö, Leute, scheiß auf Schnecken. Wir gehen jetzt erstmal die ganzen Geschenke einsammeln sozusagen. Einfach nur, damit die Questliste ein bisschen leerer ist, damit ich nicht mehr die ganze Zeit runterscrollen brauche. Das ist ja voll schlimm. Das ist extrem schlimm. So. 9 von 15, das ist toll. Wie sieht's denn eigentlich im Inventar aus? Ich mach mal das hier an. So. Und dann gucken wir mal weiter. Ja, also wie gesagt, mit einem Mage, der hier auf Level 107 ein bisschen hilft, wäre nicht schlecht, aber ja, ja haben wir nicht. Na, passt's. Ja, Icon Presse schreibt, abonniert Black Mask, tägliche Fiesta-Videos. Oh, danke. Danke für die Werbung. Ich kann's sehen, ich lese es und finde ich toll. ja. Ich weiß nicht, ob das böse oder schlechte Dings gemeint ist, weil ich glaube aber nicht. Dankeschön. Danke für die Werbung. So. So. Flup, flup, flup. Okay. Achso, erstmal bevor ich es wieder vergesse, hier, wo ist es denn oben? Nicht Medians Vorschlag, nicht Monkey sammeln, persönliche Rache. So, Quest beenden. Flip. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Hier unten ist es da. Wahrscheinlich wieder runterscrollen, wie immer. So. Wir können natürlich mal einfach mal just for fun, weil wir sie ja noch nie getestet hatten. Erstmal hier. Das ist ganz normal hier. Das sieht man ja. Ja, blum. Und dann sieht man hier unten das Fesseln, was halt die Bogenschützen schon können. Die kann halt gerade für eine kurze Zeit nicht weiter. So. Flip. Flupp, dann mal den Dämonenpfeil kennen wir auch. Und das ist der höchste Pfeil. Oh, der hat aber einen Cooldown oder eine Aufladezeit. So, okay. Welches hatten wir noch nicht? Hier, die etwas einfangen. Einmal eine Pflanze gesetzt. Ich muss sagen, den habe ich auch eher selten gesetzt. Boing. Ja, mehr macht er nicht. Hält nicht mal die Pflanze richtig auf. So, also wie gesagt, danke vielen Dank, Icon Plus für die Werbung. Gerade mit Serverschreien. Ich mache sowas ja selber nicht, wisst ihr ja. Aber ich nehme jede Werbung mit. Ich nehme an, dann ist das Maddy. Achso, das Maddy Mad. Wahrscheinlich gar nicht auf mich bezogen, sondern das Bolzen und Black Mask eher. Ja. Gibt so wenig Fiesta-YouTuber. Vor allem auf TV. Ja, ich weiß nicht, ob Kuru noch was macht. Die war ja auch auf TV. Ja, aber ansonsten. Stimmt. Wollen halt keine mehr. Ich muss sagen, wie gesagt, wenn ich jetzt anfangen würde, würde ich mich auch wahrscheinlich für Eisel entscheiden. Einfach weil der Server neuer ist. Aber naja, gut. Ich fange ja nicht jetzt an. Ich bin schon eine Ewigkeit da und deswegen ziehen wir das ja auch durch hier auf Tefa. Stimmt. Wie gesagt, was mit Kuru ist, kann ich nicht sagen. Ich muss zugeben, ich habe zwar ihren Kanal noch abonniert, aber ich habe lange nicht mehr in die Abo-Leiste bei ihr reingeschaut, weil ich mittlerweile so viele Leute abonniert habe. Ich muss da echt mal wieder aufräumen. Naja, ich hoffe mal, sie macht auf jeden Fall noch was. So. Weil, wie gesagt, kann man auch ansehen. Ist immer sehenswert gewesen, was sie da verzapft hat. Dass Ritaku halt nicht da ist oder aufgehört hat, finde ich auch sehr schade. Habt ihr ja schon gehört oder wisst ihr ja schon. Aber naja, man kann es nicht ändern. Wie gesagt, manchmal klappt es nicht. So, L, wir machen weiter, nur dass es eben auch klappt. So, nee, hier hin. So, wo ist es denn, L? Belohnung, Belohnung, ganz weit oben. Hier, persönliche Rache, verdammt mich. Diese Scrollerei, lup. Nö, 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 nö. Aber, was soll's. So, Slugs. Annehmen. So. Elektra hat sich den Titel Bettler verdient. Na, herzlichen Glückwunsch, Elektra. So. Flup. Und was Fiesta-YouTuber angeht, ja, klar, wie gesagt, das Spiel ist älter. Es gibt halt ein paar Eingefleischte, die sich quasi in die Nische schon reingewirkt haben, wo die es halt auch interessant finden. MMORPGs selbst machen schon einige Leute, aber halt meistens nur kleinere. Und ja, wenn die dann sehen, ja, da ist ja schon einer unterwegs, brauche ich ja nicht unbedingt, wenn sie das Spiel nicht selbst spielen. So, Klinge eines Schatten, schon wieder. Scheinbar eine neue Quest.
die wir noch schon angenommen haben, aber noch nicht abgeben werden. Ich weiß gar nicht, ein Level oder sowas müssen wir noch machen. Ich mache mal hier auch das hier noch, so hier und da hier und überhaupt. Also, auf jeden Fall 10% haben wir fast wieder, wenn wir die Folge abgeben. Also, wir haben diese Folge 10% geschafft, ne? Das ist ja immerhin etwas. Kann man nicht sagen. Also, so lang ist es ja nun auch nicht her, dass wir gecapped sind. Die meiste Zeit bin ich nur durch die Gegend gerannt. Und wir haben nicht diese Folge. Wir haben überhaupt Cap? Ich muss mich dann ganz dringend hinlegen und ein bisschen pennen. Oder sowas in der Art. Oder wenigstens was essen. Ich habe gerade Hunger, merke ich gerade. Schnecken oder sowas. Mal schauen. Naja, jedenfalls, für heute reicht es auch mit den Schnecken. Morgen machen wir dann weiter. Danke fürs Einschalten. Nochmals vielen Dank an die Werbung an Icon Plus für die Werbung. Sowas, bringt einen voran, auf jeden Fall. Weil, wie gesagt, ich mache selbst nicht. Bin mir dafür, was heißt das, schade. Ich traue mich immer nicht. Ich finde das immer ein bisschen merkwürdig, wenn ich für mich selbst Werbung mache, wisst ihr ja. So, aber wie gesagt, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bis denn. Tschüss.